Vor ein paar Tagen hat Steam den Entwicklern, die ihre Spiele auf Steam Greenlight publishen möchten, untersagt, in Zukunft Giveaways zu benutzen, um damit Daumen nach oben von Spielern zu bekommen. Und da dadurch ja das ganze System verfälscht werden würde. Ja, wie genau es dazu gekommen ist, warum überhaupt irgendwie Entwickler darauf zurückgreifen, Giveaways zu nutzen und was generell gerade mit Steam Greenlight nicht so ganz stimmt, ja, das erfahren wir jetzt in unserem kleinen Beitrag zu Steam Greenlight. Indie-Games genießen heutzutage eine unfassbare Aufmerksamkeit und damit verbunden auch einen großen wirtschaftlichen Erfolg. Die Branche ist stark gewachsen und erschafft jedes Jahr innovative Spiele, die einzigartig aussehen und Spieler anders herausfordern und ansprechen, als das die großen AAA-Titel heutzutage tun. Dieser Erfolg bringt selbstverständlich ein großes Wachstum mit sich. Mehr und mehr Entwicklerstudios machen sich selbstständig und versuchen, ihr Spiel auf eigene Faust herauszubringen. Hierzu gibt es mittlerweile jede Menge Plattformen, auf denen man sein Spiel bewerben kann. Und da Indie-Games schon immer auf dem PC am populärsten waren, ist auch Steam in diesen Markt eingestiegen. Valve versucht mit einem Programm namens Steam Greenlight kleinen Entwicklern die Möglichkeit zu geben, bereits vor Release ihres Spiels eine Community für sich zu gewinnen und somit Kosten und Risiken besser einkalkulieren zu können. In Steam Greenlight können Entwickler ihr Spiel, ganz egal in welchem Entwicklungsstadium es sich befindet, bewerben und wenn genug User dem Spiel einen Daumen nach oben geben, bekommt es grünes Licht und Valve unterstützt die Entwickler beim Publishen. Doch seit etwa einem Jahr scheint die Anlaufstelle so übersättigt, dass es fast unmöglich für kleinere Publisher ist, aus dem großen Sumpf herauszustechen und aufzufallen. Wir forschen mal wieder nach, schauen, wo die Probleme von Steam Greenlight aktuell liegen und ob Entwickler und User etwas dagegen tun können. Am 30. August 2012 gibt Valve, das Studio, welches durch Titel wie Half-Life, Counter-Strike, Left 4 Dead oder Portal zur Aufmerksamkeit gelangte, den Launch von Steam Greenlight bekannt. Das System soll eine direkte Kommunikation zwischen Entwicklern und Nutzern ermöglichen. Ähnlich wie bei Kickstarter umgehen kleine Entwicklerfirmen damit das Problem, dass zwischen ihnen und ihren Kunden große Investoren stehen, die ihr finales Produkt beeinflussen können. Bei Steam Greenlight geht es aber nicht darum, ein Spiel zu finanzieren. Hier wird lediglich eine Community gesucht, die potenziell dazu bereit wäre, für das Spiel Geld auszugeben. Nutzer geben, wenn ihnen der Titel gefällt, lediglich einen Daumen nach oben und sofort wird ihre Stimme gezählt. Wenn das Spiel unter die besten 50 bis 100 Spiele kommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es bald auch grünes Licht bekommen wird. Daraufhin tritt Valve dann in Kontakt mit den Entwicklern und man versucht herauszufinden, wann das Spiel bereits zur Veröffentlichung auf Steam ist. Entstanden ist das System aus dem extremen Wachstum der Indie-Branche, deren Absatzmarkt vor allem auf dem PC anzutreffen ist. Dabei ist Steam mit etwa 3500 Einträgen in der Kategorie Indie-Games der Vorreiter der digitalen Distributionsplattformen in der Branche. Nach knapp 2 Wochen werden den ersten Titeln grünes Licht gegeben, darunter Spiele wie Black Mesa, Project Zomboid oder Routine. Kurz darauf, Ende September, wird dann auch das erste Spiel auf Steam tatsächlich veröffentlicht. MacPixel, ein Point-and-Click-Adventure, in dem ihr nur 20 Sekunden Zeit habt, um den Tag zu retten. Die grüne Welle rollt los und nach werden immer mehr Titel zur Abstimmung freigeschaltet und bekommen grünes Licht. Innerhalb von nur einem Jahr verdoppelt sich die Zahl der Indie-Games, die auf Steam veröffentlicht wurden. Gabe Newell, Mitbegründer und Geschäftsführer der Firma Valve, betont, dass die Firma mit Greenlight hofft, alle Probleme, die zwischen Entwicklern und Konsumenten auftreten könnten, zu eliminieren. Zu dieser Zeit startete auch die Firma Bungie Games aus Hamburg ihre Kampagne zu ihrem Spiel Still Alive. Wir haben das vor ziemlich genau einem Jahr reingestellt gehabt. Wir hatten einfach nur, also wir haben keine Werbung gemacht oder sowas auf Greenlight oder beziehungsweise wir haben nichts geschaltet oder irgendwas für Greenlight. Wir hatten nur unser Projekt reingestellt und scheinbar haben wir irgendwie, ich weiß nicht, ob wir damals noch diesen Survival-Nerv getroffen haben oder was das war. Ich weiß nicht mehr, wie viel man brauchte, weil das irgendwie abhängig davon ist, wie viel die anderen haben. Aber wir hatten dann, glaube ich, 10.000 Votes zusammengekriegt und haben dadurch ziemlich schnell Greenlight gekriegt, ohne große Probleme. As the meteorites crashed down, we were in the east of what used to be Earth. Aber auf Kickstarter sind wir halt vollkommen untergegangen. Da hat uns wahrscheinlich einfach keiner gefunden. Von daher ist das bei uns ein bisschen kompliziert. Das heißt, das eine hat super funktioniert und das andere hat halt überhaupt nicht funktioniert.
Von daher ist das ganz schlecht einzuschätzen, aber weil das eine halt gut geklappt hat, denken wir, dass wir auf Kickstarter einfach nur untergegangen sind. I don't know if there are other survivors. But to me, it seems like everybody died. Jakob ist Programmierer bei Bungie Games. Ihr Spiel Still Alive, ein Side-Scroller-Jump'n'Run mit Multiplayer-Survival-Elementen, erhielt auf Steam Greenlight eine Menge Aufmerksamkeit. Es traf den Zahn der Zeit und wurde sehr schnell greenlit. Doch trotz der guten Reaktion auf Steam Greenlight und einer direkten Verknüpfung zu ihrer Kickstarter-Kampagne scheiterte das Projekt. Bungie Games musste ihr Team von 7 Mitarbeitern auf nur 3 verkürzen. Wenn ein Spiel also grünes Licht bekommt, heißt das noch lange nicht, dass es auch wirklich seinen Weg zur baldigen Veröffentlichung findet. Spiele können so ziemlich in jedem Entwicklungsstadium eingereicht werden, egal ob noch als Konzept oder als fast fertige Beta-Version, alles kann eingereicht und letzten Endes auch greenlit werden. Doch wie kommt es, dass man heute so viel Schlechtes von der Plattform hört? Vor einem Jahr, ungefähr um die Zeit herum, als Still Alive auf Greenlight zu finden war, schien noch alles in Ordnung. Durch den massiven Zufluss an Titeln, die eingereicht wurden, wurde Greenlight geradezu überschwemmt. Während man anfangs noch Wert darauf legte, die Greenlit-Titel vorzustellen und zu präsentieren, wenn diese auf Steam released wurden, werden seit etwa 8 Monaten nicht mal mehr Titel mit grünem Licht aufgelistet. Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich 1758 Spiele im Pool, die darauf warten, von der Community grünes Licht zu erhalten. Man kann sich also vorstellen, wie schwer es ist, als Consumer dort durchzublicken, geschweige denn in diesem riesigen Sumpf an Indie-Games als Entwickler auf sein Produkt aufmerksam zu machen. Wer in keinem Bundle Platz findet, hat schlechte Karten, denn das Bewerben seiner Steam Greenlight-Seite gestaltet sich im Internet schwerer als gedacht. Social-Media-Kampagnen über Facebook oder Twitter verlinken meistens auf die Webseitenversion von Steam, die nur die wenigsten Nutzer in Anspruch nehmen, da die meisten wirklich den PC-Klienten nutzen. Wer auf den Link klickt, wird also auf die Website weitergeleitet, wo er sich zunächst anmelden muss, und wenn er das zum ersten Mal im Browser tut, muss er in der Regel auch noch einen Sicherheitscode empfangen und eingeben, und bis er dem Spiel dann endlich mal einen Daumen nach oben geben kann, ist Half-Life 3 dann auch schon längst erschienen. All das verkompliziert also den Prozess vom Facebook-Post bis zum tatsächlichen Greenlight-Like und macht jegliche Werbung über das Internet nahezu wirkungslos. Der Entwickler des Spiels Tachyon Reef, welches sich seit Oktober 2014 auf Steam Greenlight befindet, äußerte sich auf Reddit zu seinen verzweifelten Versuchen, Klicks auf seine Seite zu bekommen. Nachdem er verschiedene Werbekampagnen im Internet ausprobierte, die allesamt scheiterten, versuchte er sich an einem Giveaway, in dem Usern Keys versprochen wurden, wenn sie dem Spiel einen Daumen nach oben geben. Die Reaktionen darauf waren enorm. Er erhielt massig viele Upvotes und Klicks auf seinem Beitrag. Daraufhin schaltete sich Valve ein und bat ihn, das Giveaway wieder offline zu nehmen. In diesem Graphen eines wiederum anderen Entwicklers sehen wir, wann er wie viele Klicks und Daumen nach oben bei seiner Einreichung im Greenlight-Programm erhielt. Ohne Giveaways oder Erwähnungen in Kollektionen ist es nach dem Launch so gut wie unmöglich, irgendwie aufzufallen. Das System wird also nicht durch Giveaways kaputt gemacht. Das System ist schon lange kaputt und Giveaways sind der verzweifelte Versuch, noch irgendwie etwas aus dieser prinzipiell sehr guten Grundidee zu machen. Valve reagiert, absolut verständlicherweise, mit dem Aufruf an die Entwickler, ab sofort von den Giveaways abzusehen, um dem System nicht noch mehr Schaden zuzufügen. Und angeblich arbeiten sie selber bereits an einem alternativen Programm, welches besser funktionieren soll als Greenlight und hoffentlich eine bessere Visibility und eine Verknüpfung von Promotion im Internet zum Steam-Klienten bringt. Bis dahin läuft Steam Gefahr, durch den massiven Zulauf an Spielen, die auch teilweise ehrlich gesagt einfach nur purer Crap sind, mehr und mehr zugemüllt zu werden, da Games durch die erwähnten Giveaways extrem schnell die Erlaubnis erhalten, auf Steam gepublished zu werden. Bungie Games aus Hamburg versuchen weiterhin ihr Spiel umzusetzen. Nach der gescheiterten Kampagne mussten sie ihr Team nicht nur auf 3 Leute reduzieren, sondern mussten auch das Spiel ein wenig umkonzeptionieren. Wenn sie bereit sind, mit ihrem Projekt erneut an die Öffentlichkeit zu treten, gibt es ja vielleicht auch bis dahin eine neue, besser funktionierende Alternative zu Steam Greenlight. They won't get me. I'm a survivor. An sich also irgendwie verständlich, dass Entwickler dann auch auf Giveaways zurückgreifen, ist natürlich auch super schade, dass das System irgendwie so kaputt gegangen ist. Ja, jetzt gibt's noch eine kleine Nachricht, und zwar bin ich nächste Woche im Urlaub, das heißt, es wird keine neue Folge Giga Glorious am nächsten Samstag geben. Dafür gibt's aber trotzdem noch eine Folge Schnell und Einfach, die wird trotzdem vorbereitet und geht am Dienstag online, keine Sorge. Ja, ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns also in 2 Wochen wieder. Ansonsten stöbert doch einfach auf giga.de, schaut euch ein paar andere Videos an. Wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.
Wenn ihr aber trotzdem noch Lust habt auf ein wenig Content, es gibt für euch noch die neueste Folge schnell und einfach auf giga.de. Da könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne reinklicken und zuschauen. Ebenfalls zu empfehlen die News vom Freitag, ganz, ganz frisch und wendig. Also reinschalten und angucken auf jeden Fall. Und selbstverständlich noch die neueste Folge Nostalgica, in der mal wieder ein wenig in die Vergangenheit ausgeflogen wird. Ist das ein Wort? Ich glaube nicht. Egal. Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Tschüss.